kann man immer auf Toilette gehen. Ich weiß auch, dass man ganz besonders gedrängt sein kann, wenn man eine wichtige Rede halten muss oder sozusagen Standby steht und soll an einer bestimmten Stelle was sagen. Man verspürt den inneren Drang. Ich will ja gar nicht wissen, wie viele Konferenzen in dieser Welt schon unglücklich verlaufen sind, weil man diesen Menschen nicht die Möglichkeit gegeben hat, sich erst zu entspannen und dann zu reden. Es ist mir schon wichtig, jederzeit die Möglichkeit zu haben, überall auf Toilette gehen zu können, weil man ja sonst in dieser Gesellschaft vor Problemen steht, sage ich mal, hygienischer Natur und so weiter und so fort. Immer die Möglichkeit haben, überall auf Toilette zu gehen. Ich denke, das ist ein menschliches Bedürfnis, was wohl überall auf der Welt erfüllt werden muss, ja. Mit oder ohne Trenntoilette. Okay, danke schön. Jederzeit auf Toilette gehen zu können, bedeutet für mich halt auch so etwas wie ein Grundbedürfnis zu befriedigen, was eigentlich selbstverständlich für jeden sein sollte. Ja, das ist natürlich unschätzbar. Wir wissen ja nicht, was wir da für ein Glück haben. Also mir bedeutet das sehr viel. Ich könnte jetzt nicht, keine Ahnung, ich kann mir das gar nicht vorstellen, anders zu leben.